Moin Leute, heute kommt mal ein spontanes Kochvideo, denn letztens in Schitzhagen habe ich was gekocht, also improvisiert und das kam ziemlich gut an und ich fand es auch ziemlich lecker, deswegen wollte ich es gerne auf meinem Kanal auch nochmal zeigen. Allerdings habe ich das jetzt leicht verändert, denn ich habe alle Zutaten nicht zu Hause. Zum Beispiel habe ich dort Mandelmus benutzt und hier werde ich jetzt das Dr. Görr Kokosmus benutzen, aber im Endeffekt ist es schon ziemlich ähnlich. Und zwar ist das eine Spinat-Kokossoße mit Süßkartoffeln. Und ja, dazu gibt es Reis. Man kann allerdings auch jede andere Beilage dazu essen, die man möchte. Zum Beispiel Quinoa, Hirse oder ja auch Kartoffeln. Und ich würde sagen, habe ich auch Sojasahne benutzt. Das werde ich diesmal auch nicht machen, sondern ich werde mir eine Sahne aus Cashews herstellen. Okay, los geht's. Die Mengenangaben habe ich jetzt für diese relativ kleine Menge noch nicht getestet. Also schätze ich die jetzt auch nur ab. Ihr braucht erstmal ungefähr 300 Gramm Süßkartoffel, das ist jetzt bei mir hier eine halbe. Die könnt ihr erstmal schälen. Die könnt ihr dann erstmal halbieren. Dann nochmal längs halbieren und so auch noch zweimal durchschneiden, dass ihr dann im Endeffekt ungefähr solche kleinen viereckigen Scheiben rausbekommt. Denn die Süßkartoffel soll nachher auch ein bisschen verkochen und klein kochen. Und soll dem Ganzen, also der Soße, so eine schöne Sämigkeit verleihen. Und dann brauchst du noch eine kleine Zwiebel. Die könnt ihr einfach halbieren, vierteln und ebenfalls in feine Scheiben schneiden. So, nebenbei koche ich mir hier schon mal ein bisschen Reis, ungefähr eine halbe Tasse. Dann braucht ihr jetzt eine Wokpfanne. Die könnt ihr schon mal anmachen. Dann braucht ihr ca. 2 Esslöffel Kokosöl. Ich habe mir das jetzt hier vorher flüssig gemacht, deswegen sind es bei mir 2 Esslöffel. Wenn ihr das nicht macht, also wenn ihr das einfach in fester Form nehmt, dann kratzt ihr sowieso meistens mehr raus. Also wird da wahrscheinlich auch ein Esslöffel reichen. Da könnt ihr dann auch schon mal die Zwiebeln reingeben. Und sobald die Zwiebeln anfangen anzuschwitzen, könnt ihr auch die Süßkartoffeln dazugeben. So, jetzt könnt ihr die Süßkartoffeln erstmal eine Weile anbraten auf mittlerer Hitze, bis sie so richtig schön weich sind. Denn sie sollten nachher schon wirklich weich sein, bevor die Soße dann im Endeffekt dazukommt. Um das zu unterstützen, könnt ihr auch einen Deckel drauf geben. So, und nebenbei können wir auch schon mal die Soße machen. Ich habe hier 50 Gramm Spinat. Ihr braucht insgesamt 150 Gramm. 50 kommt püriert in die Soße und 100 wird nachher noch klein geschnitten. Dann gebe ich jetzt das Kokosmus dazu, das rühre ich nochmal ein bisschen durch. Ich habe mir das wie gesagt warm gemacht, denn im festen Zustand, also bei Zimmertemperatur, kann man das gar nicht so richtig rauskratzen. So, 2 Esslöffel. Dann die Cashewkerne, 2 Esslöffel insgesamt und Kokosmilch insgesamt 400 Milliliter. So, und das pürieren wir jetzt zu einer schönen feinen Soße. Da kommt jetzt wahrscheinlich noch Wasser dazu, aber ich werde das erst später machen und werde das einfach dazu nutzen, um den Messbecher nochmal schön auszuspülen. So, los geht's. So, und damit hat eine richtig schöne grüne Spinat-Kokossoße. So, dann geht es an den restlichen Spinat, also die 100 Gramm. Die könnt ihr euch einfach immer so zusammenlegen und dann ganz einfach in feine Streifen schneiden. So, inzwischen sehen unsere Süßkartoffeln schon recht gut aus. Ein kleines bisschen können sie, glaube ich, noch. Sie sind auch schon teilweise ein bisschen braun geworden. So, ich glaube, ich werde die jetzt nochmal 5 Minuten in der Pfanne lassen. Die sind jetzt bisher so circa 10 bis 15 Minuten schon drinne. Ihr könnt das auch selber entscheiden, wie weich ihr die gerne haben möchtet. Also sie sind jetzt schon relativ weich, aber ich würde das gerne so haben, dass sie schon so ein bisschen zerfallen. Nachher auch in der Soße. Deswegen könnt ihr die ungefähr so 15 bis 20 Minuten ruhig in der Pfanne anbraten. Das sollte eigentlich mal genug sein. Jetzt sieht man auch schon, dass die Kartoffeln so ein kleines bisschen zerfallen. Dann würde ich jetzt den Herd nochmal ganz kurz hochschalten und die Soße dazugeben. Ja, und die wird sehr schnell sehr dick. Deswegen, wie gesagt, mache ich nochmal etwas Wasser nach jetzt. Und
Und zwar erstmal ungefähr 300 Milliliter. Damit spüle ich jetzt ein bisschen den Mixer aus auch noch. Und ihr seht schon jetzt, die Soße hat eine richtig schöne grüne Farbe. Die könnt ihr jetzt übrigens auch gleich mal ein bisschen salzen. So ein bis zwei Teelöffel Salz ungefähr. Mehr Gewürze werde ich jetzt auch übrigens gar nicht ranmachen. Denn ja, ich finde einfach den Geschmack von dem Kokos einfach auch zusammen mit der süßlichen Note von der Süßkartoffel. Das muss man gar nicht mit irgendwelchen Gewürzen überspielen. Wenn ihr jetzt übrigens wie ich hier anstatt mit Cashewkernen einfach lieber Sojasahne nehmen wollt, dann nehmt ein bisschen weniger Flüssigkeit, also ein bisschen weniger Wasser. Und gebt die Sojasahne auf jeden Fall erst ganz zum Schluss dazu. Weil, ja, die muss nicht unbedingt lange mitkochen, die gerinnt dann bloß unnötig. So, die Soße könnt ihr jetzt einmal aufkochen lassen. Und dann den Herd ganz einfach ausschalten. Ich habe jetzt, glaube ich, auch ein bisschen viel Wasser genommen. Also wahrscheinlich hätten 200 Milliliter auch schon ausgereicht. Aber es ist überhaupt nicht schlimm. Also die Soße ist trotzdem, wie ihr seht, schön sämig. Und die Pfanne könnt ihr jetzt noch ein bisschen auf dem Herd stehen lassen und die Resthitze einfach noch dazu nutzen, die ein bisschen einzukochen. Dass die Süßkartoffeln sich auch noch ein bisschen mit der Soße verbinden können. Also ruhig auch ein paar Mal durchrühren. Ihr könnt die Soße jetzt auch übrigens noch länger kochen lassen, wenn ihr möchtet, um die Süßkartoffeln einfach noch ein bisschen mehr zu verkochen, damit sie sich noch mehr mit der Soße verbinden. Genauso gut könnt ihr auch einen Pürierstab nehmen und ganz kurz mal hier und da mal reinhalten. Also nicht alles durchpürieren, sondern einfach ein paar Stückchen klein machen. Ich werde die aber jetzt so lassen, denn die zieht sowieso noch ein bisschen durch. So, wenn die Soße jetzt aufgehört hat zu kochen, dann könnt ihr auch den Spinat dazugeben. Und ich würde den Spinat jetzt nicht unbedingt mitkochen, denn ja, der wird wirklich super schnell durch, der muss eigentlich nur in der heißen Soße liegen. Ich hatte das auf Arbeit sogar so gemacht, dass ich die Soße erst eine Stunde habe abkühlen lassen und dann den Spinat reingegeben habe, weil ich es ja dann im Endeffekt nochmal warm mache. Und das reicht dann in jedem Fall aus. Und unterheben. Und einfach ein paar Minuten ziehen lassen. So, und schon habt ihr eine super leckere Kokospinatsoße. Und ich finde, das ist eigentlich schon ein vollwertiges Gericht. Wenn ihr allerdings noch etwas dazu haben möchtet, ich hatte in Stelzhagen noch die Tofu-Sticks dazu gemacht. Die haben da auch super zugepasst. Okay, mal kosten. Wirklich oberlecker. Sehr gut. Das ist so eine richtig schöne samtige Kokossoße. Also ich finde die auf jeden Fall super lecker. Und ja, wie gesagt, sie passt zu vielen anderen Beilagen. Und die könnt ihr auch noch ein bisschen variieren. Zum Beispiel könnt ihr auch, wie gesagt, statt dem Kokosmus Mandelmus nehmen, so wie ich es eigentlich da gemacht hatte. Schmeckt dann nochmal ein bisschen anders. Und ja, ist aber auf jeden Fall genauso samtig. Ja, das Rezept ist ja eigentlich schon ziemlich einfach und schnell gemacht. Aber wenn ihr euch da noch ein bisschen mehr Arbeit ersparen wollt, könnt ihr auch einfach das Pürieren weglassen und die 150 Gramm Spinat einfach so in die Soße geben. Und dann auch die Cashewkerne weglassen und stattdessen Sojasahne nehmen. Ja, das geht auf jeden Fall auch. Dann sieht sie halt nicht so schön grün aus, aber schmecken wird es auf jeden Fall trotzdem. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine spontane Kochvideo gefallen. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen der Soße und bis zum nächsten veganen Kochenende. Tschüss!